Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, neue Folge Minecraft. Moment. Moment, ich hab gerade ein bisschen hier technisch, ne? So, jetzt. Ja, mit epischer Musik. Ja, und ihr seht, es ist ein kleines Special, beziehungsweise eine Special Session, weil ich dachte mir, ich mache mal ein bisschen was anderes, weil wir momentan so ein bisschen an was bauen und so. Und ich dachte mir, wir machen mal eine Spezialfolge oder eine Spezialsession. Und wir befinden uns hier auf, man sieht's, Loretania. Ich habe hier schon das Handbuch herausgepickt. Und ich werde unten verlinken, ne? Ich werde verlinken, wo man diesen Server findet, dass ihr da auch mal drauf könnt. Ich habe mir einfach mal was ausgesucht, wo man so ein bisschen erkunden kann, ein bisschen Festungen ansehen und so weiter. Vielleicht holen wir uns da auch so ein bisschen Inspiration. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. So, ich mache mal das Handbuch auf. Hier, ne? Deutsches Handbuch. Herzlich willkommen in Loretania. Reisender, vielen Dank, dass du die Mühe der langen Reise auf dich genommen hast und uns hier zu besuchen. Hi, ich kann heute nicht lesen, es ist auch schon morgen früh. Nee, früh nicht mehr, aber egal. Um dir die Erkundung der Welt zu... Untergeschoss Alpha-Dispenser. Ich glaube, da müsste stehen, einfacher zu machen oder so. Ein paar Dispenser aufgestellt, die dich mit dem nötigsten Ausrüstung versorgen. Hüte die Gegenstände gut, du wirst sie noch brauchen. Ganz besonders die Minenlore ist in Kombination mit Loretanias weitläufig. Gewicht in Goldwert, vor allem beim im Nefer befindlichen Teil des Schienennetzwerks. Falls du dich gerade auf unserem Online-Server befindest, mach dir keine Gedanken über Essen. Du wirst kein Hunger leiden. Das ist ja schon mal sehr schön. Falls du jedoch die Welt heruntergeladen hast, was wir ja nicht getan haben, und somit offline spielst, haben wir dir die Truhe gegenüber der Tutorial-Dispenser mit allerlei Leckereien und vor allem auch wichtigen Baumaterial gefüllt. Baumaterial? Ich dachte, das ist ein Erkundungsserver. Nun denn, gehe hin und erkunde die endlosen Weiten Loretanias. Viel Vergnügen, dein Loretania-Team. So, okay, wir brauchen hier also nichts. Dann gehen wir mal runter. Hallöchen, ohne Kiste kann ich nicht aufmachen, okay. Hier haben wir Dispenser, Equipment. Ach so, hier drücken. Hui! Wir haben eine kleine Ausrüstung erhalten. Hier, da und so. Schuhe gibt's keine. Gibt's keine Schuhe? Ich möchte Schuhe haben. So, das... Oh. Was war denn das jetzt? Hat ja wehgetan hier. Ach so, jetzt haben wir die Schuhe. Komisch. Gut. Oh. Oh. Das ist blöd. Da ist der Server irgendwie abgeschmiert. So, geht's jetzt wieder? Scheint wieder zu gehen. So. Das haben wir. Oh, wir haben noch Schwerter gekriegt. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Falls du einmal festhängst, gib Home ein. Nur online. Okay, ja, wir sind ja online. Weil ich wollte mir das Ganze hier gerne online angucken. So, dann gehen wir mal raus. Oh. Das ist ja... Also, ne? Das gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Kiste, nichts. Okay. Wow. Ich bin begeistert. Das scheint hier ein Hafen zu sein. Kaiserliches Zollamt. Okay, müssen wir was verzollen? Guten Tag.
Ich habe ein paar Schwerter und Rüstung und so muss ich das hier verzollen. Echt schön. Ich wünschte, ich könnte so schön dekorieren. Und bauen natürlich auch. Das hier kommt mir bekannt vor. Sowas Ähnliches haben wir momentan auch gerade. Hier so fensterartig sind wir auch dabei. Das sieht hier echt cool aus. Kann man auch... Ich will auf das Schiff, ne? So. Wie gesagt, ist ein Server, wo ich so ein bisschen erkunden werde. Und ich bin sehr gespannt. Schaut euch das mal an. Ich könnte, glaube ich, niemals ein Schiff bauen. Alter. Das könnte ich niemals. So, ich will hier mal... Nee, ich kann ja das so machen. Ich kann das nicht wegwerfen. Aua. Ich will es doch nur wegwerfen. Kann ich so? Kann ich so loswerfen? Ach so. Dann kickt mich der Server raus. Na toll, jetzt muss ich diese Ausrüstung behalten. Nun gut. Ja gut, haben wir einen Ersatz. Sehen wir es mal so. Okay. Was haben wir denn hier? Ach so. Aua. Das. Ja, der Noob ist wieder on Tour. So, was haben wir denn hier? Das sieht auch sehr schick aus. Da scheinen einige zu speisen. Und hier auch einige zu schlafen. Kann man da nie? Ach, hier. Oh, da geht's noch weiter runter. Hier ist Wasser. Viel Wasser. Ein Wasser im Schiff. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Aber ist schon groß. Es ist extrem groß hier. Wie gesagt, ich werde euch den Link zu der Seite werde ich euch in die Beschreibung packen. Also wenn hier, ne, wenn hier ein Feuerchen ausbricht, dann ist Aua. Was war denn das? Da passiert ja nichts. Dann ist Schicht im Schacht, ne? Dann geht's hier rund. Oh, hier kann man rausgucken. Schön. Okay, ich glaube, das Schiff haben wir soweit gesehen. Ich begebe mich mal wieder nach oben. Sofern ich hier den Weg finde. Ich glaube, hier ging es doch. Nee, hier ging es nicht. Hier, genau. So. Oh. Okay, ich komme doch raus. Was haben wir denn da? Ich frage mich, ob hier auch Monster spawnen. Wenn ja, dann könnten wir eventuell ein Problemchen kriegen. Weil es gerade dunkel wird. Wir werden es herausfinden. Wohl oder übel. So, das tun wir mal weg. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. So, die Lore hieß es ja, sei wichtig. Also behalten wir die mal so. So, hier wieder runter. Komm. Und wir springen. So. Wow, echt schön. Das gefällt mir wirklich sehr. Oh, wie komme ich denn wieder rauf? Ach, da hinten hat es Leitern. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Müssen die nicht seit gewissen Updates ganz hier auch eine sein? Okay, anscheinend nicht. Ach so, wahrscheinlich, weil das hier so abgestuft ist. Könnte sein. So, gut, da hinten waren wir. Wir gehen mal hier lang. Bisher hat nichts gespawnt, was uns irgendwie töten will. Das finde ich schön. Wir können ja hier ein Nickerchen machen, wenn das geht. Ja, geht. Ihr seht, ich bin der einzige Spieler, der gerade online ist. Ich glaube, der Server ist für 8 Personen. Also 8 Personen können darauf gleichzeitig sein. Gestiftet von edlem Sir Richard. Schön. Hier scheinen ja ganz viele Leute zu wohnen. Ist wohl so eine kleine Hafenstadt.
haben wir denn hier? Nix. Okay. Das ist nicht viel. Was haben wir hier? Zu verkaufen. Ich bin ein Reisender und würde sehr gerne hier wohnen. Ah, ist ein bisschen... Obwohl es eigentlich groß ist, ist es doch irgendwie klein. Finde ich. Da möchte ich schon ein größeres Häuschen. Ihr kennt das ja von meinem Häuschen. Ne? Immer schön übertrieben groß. Oh, da sehe ich was. Oh, da sehe ich was. Oh, was haben wir hier? Ja. Das Eiskeller. Da muss ich mal reingucken. Oh. Sexy Eis mit Sahne. Okay, Eiskeller. Wozu auch immer. Was ist denn da oben? Ach so, das soll wohl Rauch sein. Seilerei. Hallöchen. Ich brauche ein Seil, einen Strick, um mich zu erhängen. Abzuhängen. Na, da ist auch nicht so viel Deko drin, ne? Das ist ein bisschen schade. Da könnte man noch so ein bisschen mehr machen. Hier werden die Taue für die Wellenreiter hergestellt. Okay. Naja, drinnen sieht es ziemlich leer aus, leider. Windmacherei. Ach so, Windenmacherei. Ich dachte gerade, Wind machen, da kann ich auch mit meinem... So, wir gehen mal weiter. Ich habe nämlich da was ganz Schönes entdeckt. Das gefällt mir. Aus diversen Gründen. Butterblume. Okay. Gerstenmanns Mühle. Gehen wir mal rein. Okay, das ist einfach nur ein Klotz hier. Ein Holzklotz. Wie mein Kopf. Der schläft anscheinend auch, wo er arbeitet. Gehen wir mal weiter hoch. Schön, schön, schön. Was ist das alles hier? Gibt's hier nicht mehr zu entdecken? Schade. Okay, dann gehen wir wieder runter. So, gehen wir runter, 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 runter. Wie gesagt, diese Aufnahmesession, hier werde ich ganz bestimmt alles hier auf dem Server verbringen, um den Server so ein bisschen zu erkunden. Und ich dachte mir so als Ausgleich zum Bauen, ne, ist das mal was ganz Tolles. Man muss ja nicht immer irgendwie eine spezielle Folge haben, wo man irgendwie mal sowas Spezielles macht. Ich dachte mir, das mache ich jetzt einfach mal so. Ach so, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Naja, finde ich jetzt nicht so eine schöne Kirche. Finde ich ein bisschen klein für eine Kirche. Da ist mein Haus ja größer. Oh, da geht es denn hier noch lang? Hier werden wahrscheinlich dann die Kinder bereit gemacht, um dann hier, ne? Ne? Ihr wisst schon. So, oh, was ist denn hier? Zum Minenstollen? Grabemann und Zöhne. Ja, die scheinen hier auch sehr schlicht zu wohnen. Wir gehen mal runter. Was haben wir hier? Hier wird wahrscheinlich das ganze Gold gelagert, das man so findet. Okay. Ich mach die Tür mal zu, ne, damit die keine ungebetenen Gäste kriegen. So, wir gucken mal hier rein. Was haben wir denn hier? Also so baue ich mein Zeug nicht aus, ne? Oh, da ist es aber stockdunkel da unten. Okay, so viel zum Spawn. Da haben wir die Antwort. Scheiße. Ja, grundlos hat man uns wohl nicht ein Schwert gegeben. Oh, wo kommen wir denn da hin?
So, warte, ich glaube, ich renne mal ein bisschen. Wir kriegen ja keinen Hunger, stand ja ganz zu Beginn. Okay, hier geht's bis da hinten. Zutritt nur für Scheinheilige. What the fuck? Da muss ich gleich hin. Ich bin ein Scheinheiliger. Oh, Wasser. 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 Hier ist Wasser. Okay, was haben wir hier? Ora et labora. Bete und arbeite. Hier scheinen die Mönche oder so zu leben. Zu hausen. In Schlumpfhausen. Ich will hoch. Ich will hoch. Ich will hoch. Ja. So. Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir einen tollen Ausblick. Ist da? Das ist aber eine andere Kirche. Da muss ich hin. Kirchen möchte ich... Oh, das ist auch toll. Hier mit dem Zeug da. Ich kann gar nicht rein. Ich kann gar nicht rein. Ich will rein. Das ist gemein. Ich kann nicht rein. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir gehen lieber den normalen Weg runter. Hier, wo die Scheinheiligen leben. So, was haben wir denn hier? Wo kommen wir denn raus? Was steht hier? Speisesaal, gucken wir auch mal an. Ach so, der Speisesaal ist wohl hier oben. Genau. Okay, hier können wir raus. Was haben wir da für ein Türmchen? Alter Alchemistenturm gesperrt wegen Explosion. Da hat wohl der gute Achilles irgendwie experimentiert und es ging mal wieder in die Hose, ne? Oder es war Team Rocket. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja. Das gute alte Pokémon. Ja, hier haben wir wieder eine Kirche. Die Kirche, die wir von oben gesehen haben. Und ich finde auch die nicht so berauschend, wenn ich ganz ehrlich bin. Und nein, das heißt nicht, dass ich jetzt eine Kirche bauen will und die dann schöner haben, machen, wollen, tun, bauen. Wir gehen mal hoch. Gucken wir mal. Warte, hier ist nix. Okay, dann gehen wir wieder runter. Ist schade. Dann gibt's extra so Wege, so, ne? Und dann ist nix. Schade, schade, schade. So. Ich glaube, die Hafenstadt haben wir soweit, glaube ich, gesehen. Wo können wir denn weiter? Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, es laggt so ein bisschen, ne? Es ist immer so, also die Frames brechen immer so ein bisschen und ich auch. Gehen wir mal wieder runter. So, hier waren wir der Weg der Scheinheiligen. Wir kamen, glaube ich, von da, ne? Was ist hier? Oh! Hat jemand Hunger? Hier hat's Karotten. Und ich höre, glaube ich, Tiere. Was ist das hier? Schild zur Gedämpfung. Was? Schild zur Gekämpfung. Was? Ach so, Bekämpfung des aggressiven Grüns? Verstehe ich nicht. Kann ich hier? Ja, ich kann gleich raus, aber ich gucke erstmal hier oben. Wird wahrscheinlich auch wieder nichts sein, leider. Ja, lohnt es sich? Ich gehe trotzdem mal gucken. Naja, immerhin eine schöne Aussicht. Ich bin ja gespannt, ob wir... Ist das, ach so, da waren wir vorhin. Ich bin ja gespannt, ob wir irgendwie was, eine Burg oder sowas finden.
Ich glaube, dieser Server ist wirklich sehr weitläufig.